Herzlich willkommen zum Späti, Kultur nach Feierabend. Heute machen wir den Ausstellungsrundgang mit Kaltgetränk in digitaler Form. Prost! Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. Im Frühjahr 1990 reisen 5 Fotografen aus der DDR an die innerdeutsche Grenze und fotografieren ihren Ist-Zustand. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommt mal mit! Wir kommen hier zu unserem ersten Foto, fotografiert von Eberhard Klöppel im März 1990 an der innerdeutschen Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen in Bennigenstein. Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine idyllische Mittelgebirgslandschaft, aber natürlich hier im Grenzsicherungsstreifen verbergen sich die Gefahren. Wir sehen hier vorne die Fahrzeugsperre und direkt dahinter beginnt das Minenfeld bis an den Grenzzaun. Die Amerikaner nannten Mödlareuth in Thüringen Little Berlin, weil der Ort direkt durch die innerdeutsche Grenze geteilt wurde. Und im März 1990 reist der Fotograf Werner Schulze dorthin, um die Teilung für uns festzuhalten. In Berlin war die Mauer im Dezember 1990 restlos abgebaut. An der innerdeutschen Grenze hingegen dauerte der Abbau 5 Jahre. Deshalb hatten sich die Bürger von Mödlareuth einen Fußgängergrenzübergang hart erkämpft, der allerdings täglich um 22 Uhr geschlossen wurde. Mit unserem nächsten Foto bleiben wir in Mödlareuth in Thüringen und der Fotograf Heinz Dagelis hat für uns den Perspektivwechsel vorgenommen, indem er den Fußgängergrenzübergang von der Ostseite fotografiert hat. 4 Monate zuvor hätte der Polizist aus Thüringen noch auf den Polizisten aus Bayern geschossen, aber im März 1990 trinken sie gemeinsam Kaffee im Todesstreifen. Die Frage ist, trinken sie Ost- oder Westkaffee? Der Luftbildarchäologe Klaus Leidorf fliegt seit 1995 regelmäßig über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Das müssen wir uns so vorstellen, dass er seine Cessna mit den Füßen steuert und gleichzeitig diese beeindruckenden Luftbildaufnahmen macht. Klaus Leidorf hat mir erzählt, dass er aus der Luft oft Schwierigkeiten hat, die innerdeutsche Grenze überhaupt noch zu finden. Und das sehen wir hier auch sehr schön im Bild. Wir sehen, wenn wir ganz genau hinschauen, die Reste von der Fahrzeugsperre. Das war mal das Minenfeld und hier stand mal der Grenzzaun. Schön, dass ihr dabei wart. Die Ausstellung läuft noch bis zum 23. August. Und wenn ihr mehr wissen wollt, kommt ihr samstags. Da beantworten die Guides zwischen 15 und 16:30 Uhr alle eure Fragen.